Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Captain Zwang, und heute stelle ich euch eine Ballverkaufmaschine vor. Wie ihr seht, funktioniert die Maschine ohne eine Münze nicht, gar nicht. Hier geht auch keine Bälle ohne Münze. Also müssen wir eine Münze einwerfen. In diesem Fall eine 20-Cent-Münze. Ihr wirft die oben in den Geldschlitz hinein und bekommt einen Ball. Das funktioniert auch ein zweites Mal. Ihr wirft Münze rein und Ball kommt raus. Um die Münzen wieder zu bekommen, müsst ihr den Münzschacht öffnen. Dazu müsst ihr diese Platte entfernen und die Tür öffnen. Dann kommen die Münzen auch heraus. Das Nachfüllen ist eigentlich auch recht einfach. Ihr tut die Bälle einfach wieder da rein, wo die rausgekommen sind. Und könnt es von vorne wieder abspielen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Tutorial wollt oder nicht. Das Tutorial von meinem ersten Lego-Safe, das bekommt ihr auch auf jeden Fall noch. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das war es auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Besucht gerne mal meinen Kanal wieder, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Das war's von mir heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!